Moin Leute, hier ist euer Alisofia mit einem Let's Test zu Sonic the Hedgehog 4 Episode 2. Los geht's! Bevor es erstmal so richtig losgeht, möchte ich gerne nochmal in den Optionen gucken, ob alles soweit in Ordnung ist. Okay, das ist alles mit D-Pad und so, das ist alles ganz okay. Okay. Naja, das halt. Ja, was halt so üblich ist, das ist so. Das ist halt mit dieser D-Pad-Steuerung. Ah, nee, da waren wir ja gerade. Rolle ist okay. Steuerung, das Vibration, Frankenstein. So wird gespielt, ach, egal. Weiteres Spiel, ah, nee, da geht noch irgendwo anders hin. Jetzt können wir ja starten mit Sonic the Hedgehog 4 Episode 2. Wieso überhaupt Episode 2, fragt ihr euch? Ich habe Episode 1 nicht und im Play Store kostet das wie viel? So über 1-2 Euro. Und ja, wie ihr seht, Episode 2 hat auch Geld gekostet. Und zwar auch ungefähr um die 1-2 Euro. Ihr fragt euch bestimmt jetzt überhaupt, wieso gibt der Spasti überhaupt Geld für sowas aus? Ja, erstens, ich habe keinen Bock auf eine Light-Version und zweitens hatte ich irgendwie gerade das Geld dazu. Ja, ich bin trotzdem blöd. Ich weiß. Aber ich hatte trotzdem Bock drauf. Aber naja, egal, so soll es halt gewesen sein. Es gibt noch bei Episode 2 gibt's hier noch. Noch so eine Metal Sonic Episode, aber die kann ich euch nicht zeigen, weil man muss vorher Episode 1 gekauft haben. Das heißt, wie gesagt, Metal Episode ist nicht, kann ich euch nicht zeigen. Man muss vorher Episode 1 kaufen, sonst kann man ja die Metal Sonic Episode nicht zocken. So, damit ich es euch schon mal gesagt habe oder so und nicht hier. Oh scheiße, ich habe diesen Special Ring da, den man auch da auch einsammeln kann, habe ich gerade vergessen. Naja, egal, ich bin halt zu doof dazu. Naja, jedenfalls, das Spiel gibt's nicht nur für Handy, sondern auch, glaube ich zumindest, aber ich bin mir da gerade nicht sicher. Xbox und so, PlayStation, aber ich bin mir da gerade nicht so richtig sicher. PlayStation und Xbox. Handy halt auch. Ich spiele halt gerade die Handy-Version, wie man halt sieht. Und ja. Finde auch Episode 2 auf jeden Fall deutlich besser. Also finde ich zumindest. Das ist schon halt irgendwie übelst cool. Wenn man auch halt mit Tails und so machen kann. Man kann sich mit Tails halt so ein bisschen rumfliegen lassen und so. Ja, ist schon eine geile Idee. Aber wo, da will ich noch hin, es ist so ein Special Ring. Nein, ach scheiße, naja, geh. Lässt es gut sein. Weil, nach dem Ziel, wenn man noch daran denkt, aber wo ich das am Anfang zum ersten Mal gezockt hatte, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass man noch zurücklaufen kann. Weil, oder wenn man schon daran denkt, muss man schon kurz bevor das Ziel ist, also, ja, ist halt schon ein bisschen schnell. Aber kurz bevor man das Ziel ist, kann man noch springen, dann fliegt man in den Ring rein, da gibt es ein Speziallevel und so. Wenn man das übersteht, gibt es halt einen Chaos Emerald. Dann, wenn man halt alle hat, wird man halt, nun klar, zu Super Sonic. Und das war gerade, wie ihr schon gesehen habt, aber ich war halt die ganze Zeit am Reden. Sylvania Castle Zone. Also, den ersten Akt haben wir überstanden, ohne diesen speziellen Ring, den es in jedem Level gibt. Die Spezialringe haben sie von Sonic Colors. Die gab es vorher, glaube ich, gar nicht. Also, in Sonic Colors wurden ja die Spezialringe zum ersten Mal eingeführt. Das ist so ähnlich wie bei Mario mit den Star Coins. Nur war das bei Sonic Colors, glaube ich, 5 Stück anstatt 3.
Okay, genug geredet. Beginnen wir mit Akt 2 von Sylvania Travel Zone. Versunkene Ruinen. Okay, dann auf geht's. Lassen wir uns auch keine Zeit verlieren. Ach, und kurz vorneweg, ich weiß nicht, ob ich es vorhin am Anfang gesagt habe. Das ist ein Let's Test, also nicht wundern. Vielleicht werde ich es irgendwann als Let's Play machen, aber ihr bestimmt. Wenn ihr es haben wollt, dann schreibt es einfach in die Kommis. Ah ja, genau, wir haben gerade hier so einen Kasten frei gemacht, sag ich mal, sind wir kurz unverwundbar. Ja, genau. Und damit wir nicht hier ertrinken, ja, gibt es hier noch diese Luftblasen, ne? Und, ja, in der Kiste haben wir auch gerade frei gemacht, haben wir 10 Ringe. Und wie ihr es auch immer hört, ist immer so ein Piep, ne? Das ist halt wegen Luft, oder jetzt gerade brauche ich dringend so eine, komm, Luftblase. Danke sehr. Weil das ist dann ganz schön knapp. Zwar hat man eigentlich schon, sag ich mal, schon ein bisschen lange Zeit, aber wenn dann der Counter läuft, so 5, 4, 3, 2, 1 und so, dann, ja, wird schon richtig knapp und, ja, man will nicht, dass man so lächerlich stirbt. Also jedenfalls geht's mir so, wenn ich hier diese, ja, aufpassen, wenn ich schon hier die Zahlen dann sehe, dann habe ich übelst Panik dabei, keine Ahnung, ey. Aber da muss ich übelst schnell immer so eine Luftblase finden, weil, ja, das ist bei mir irgendwie so. So ein bisschen Panik irgendwie, finde ich. Checkpoint haben wir jetzt auch schon. Also, falls wir sterben, kann ja noch passieren oder so, je nachdem. Kann ja noch passieren, dann... Oh, das war gerade Fail. Also, wenn wir halt sterben, dann landen wir halt da, beim Checkpoint halt. Kann man nicht auch im Wasser? Hier. Mach ich halt so. Mein Gott, wenn ich es halt nicht auf die Reihe bekomme, dann mache ich es halt eben so. Mein Gott. Eigentlich ist es ja nicht so schwer. So, haben wir jetzt gerade das hier gemacht. Also hier auch so ein Kasten freigesprengt. Sind wir auf so kurze Zeit sehr extrem schnell. Ja, den Checkpoint will ich. Achso, der hat zum Glück schon Tails aktiviert. Hast du gut gemacht, Tails. Du willst einen Keks dafür? Ich hab grad einen parat. Ich würd's gern oder so interessieren, was die beiden überhaupt zu essen. Keine Ahnung. War das ein dummer Gedanke? Vielleicht. Ja, ich will auch schon eine Luftblase haben. Ja, ich hab grad Bock drauf. Scheiß auf die Zeit. Ich will eine Luftblase. Das ist grad wichtiger als die Zeit. Dann schwimmen wir mal ein bisschen so hoch. Mal schauen, wie lange Tails aushalten kann. Ich weiß ja nicht, wie lange das Tails aushalten kann mit Wasser. Ach, und so. Bei Fliegen, ja. Helde, er ist nämlich nicht so lange aus. Ja, hä? So. Jetzt aber geht erstmal hier ganz hoch. Dann geht's ja weiter. Laufen wir und vielleicht, ah nee, das gibt's ja nur im ersten Level. Ja, diesmal bin ich jetzt umsonst zurückgelatscht. Ja, wunderbar. Ja. Sonic und Tails Akt 2 beendet. Ja, die Punkte werden alle gezählt. Das sind 23.900. Ich glaube, ich weiß nicht, wann das immer ist, aber ich glaube immer, wenn man mehr als, also ab 10.000 Punkte, erhält man dann immer so ein Leben. Teamaktion, Unterwasser-Kombo freigeschaltet. Steuerung drücke, Symbol. Ja, im Sprung unter Wasser. Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Das ist gut. Dann machen wir weiter mit Sylvania Castle Zone, Akt 3, Mondscheinreich. So, die Atmosphäre sieht jetzt hier schon mal sehr nice aus. Das finde ich auch persönlich, dass das schon jetzt übelst cool aussieht. Hier springen wir nochmal ein bisschen hoch, müssen auf diese Plattform, hier auf die Plattform wie so eine Art hier diese Dash-Attacke machen, damit wir ein bisschen weiter fort können. Mit was so ein bisschen hier. Na komm noch mal. Ja. Jo, danke, Tails. Das hast du fein gemacht. Was ist hier? Ach so, ja, genau. Gibt's ja auch noch.
Die machen gemeinsam so einen Spin-Attack und damit gehen die übelst ab, ey. Also ihr, also ich find's auch übelst geil. Damit kann man übelst abgehen. Ich find schon, wie gerade übelst zum Feiern. Aber jetzt kann man ruhig. Nein. Oh, da, oh. Ich dachte, ich wäre tot, ey. Ja, aber mit sowas kann man halt nicht rechnen, wenn man. Wow. Noch ein paar, nochmal. Ja, wow. Ich hätte jetzt gedacht, nur wegen dieser. Warte mal. Ich will mal fliegen. So kann ja sein. Von irgendwie. Ja, genau. Genau das wollte ich machen. Ja, ich will da schon hoch. Wäre nett, wenn ich das hier machen könnte. Und wir sind jetzt hier oben. Und sammeln hier wir noch ein paar Ringe ein. Das sind wir auch wieder oben. Machen diese Drehplattformen wieder gerade, damit wir darauf laufen können. Und machen nicht so schnell. Machen. Oh, 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 oh. Rette dich. Komm schon. Oh. Nein, mach keinen Scheiß. Boah, da haben wir uns auch gerettet, Leute. Also das war knapp. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ey, aber ich wäre jetzt wirklich fast gestorben. Ist schon richtig heftig. Gut, dass wir es noch gemeistert haben, ey. Das war schon mega knapp. Dann müssen wir auch, glaube ich, auch gleich da sein. Achso, es ist ja nur der einzige Weg hier nach unten. Oder kommt da noch irgendwas? Ich glaube, wir müssten jetzt auch gleich da sein. Oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, weil ich habe das lange nicht mehr gezockt. Weil so richtig wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Also ich weiß zwar noch ein paar Level, also wie jetzt hier, der Sylvania Castle sollen jetzt vor allem. Und so. Was war denn das jetzt, ey, für ein Fail? Ich will hier schon weiter. Okay. Soweit, so gut. Nein, ich will mal bitte, das wäre äußerst nett. Okay. Weil da gibt also hier noch kurz erklären, da gibt es auch diese Teile da, wenn man halt darauf läuft, sag ich mal. Wird man kurz mal ein bisschen schnell und so. Dann machen wir also erstmal diese Teile kaputt, damit man wenigstens sie weiterkommt. Also hier lieber nicht, das ist Selbstmordgefahr hier. Weil hier wegen diesen Symbolen halt kann man rausfliegen und so. Obwohl man das nicht manchmal schon wissen, aber naja, egal, für die, die es halt nicht wissen. Wissen es dann halt dafür. Wie lang ist denn das Level? Oder vor allem, was, der wie viel der Checkpoint ist denn das? Jetzt ist das schon der zweite oder dritte? Dann ist das Level mal ja übelst lang. Ja, okay, ist nicht so hier. Nicht so schnell. Oh, nein! Wo, komm schon. Nein! Oder? Lol. Nein! Oh! Mann, was, wieso ist das jetzt so passiert? Ach Mann, ey, das war so unnötig. Ja, was ma. Ja. Oh, was ist los? Nein. Alter, krieg ich der Bubble jetzt mal gebacken oder was ist los? Meine Fresse. Ja. Chill mal, wenn's in deinen Terminkalender auch mal passt hier. Nee, warten. Schön warten. Jetzt. Boah. Okay, geschafft. Oh, ich gehe mal gerne zurück. Jetzt kannst du ruhig wieder nach vorne laufen. Und wir haben es ja doch noch geschafft. Mit Act 3. Jo, machen wir gleich den nächsten. Ne? Das wäre dann. Nee, noch nicht. Teamaktion, Rollkombo, freigeschaltet. Steuerung drücke. Symbol. Am Boden. Dann nun kommen wir schon zum Boss. Warte mal, was war das jetzt? Okay, das hier vielleicht nochmal da. Scheiße. Irgendwas mit Dr. Eggmans Erfindung oder so, aber weil ich jetzt gerade noch was anderes kurz gesagt habe oder so, habe ich jetzt nicht schnell nochmal sagen können. Sorry nochmal dafür, Leute. Sorry. Ja, hier, da haben wir dich ja. Eggman. Dann pack mal deine Erfindung aus hier. Was hast du heute so für uns vor?
Willst du uns heute voll dann nur besiegen? Dann treten wir dir ein weiteres Mal in dein allerwertesten den Arsch. Okay. Das ist ein bisschen eng, aber das ist jetzt nicht so unmöglich. Okay. Okay. Irgend so ein komisches, gewaltiges Viech, was ein bisschen merkwürdig aussieht, aber bei Eggman ist es ja nicht sehr ungewöhnlich. Mal gucken, was hier seine Angriffsmuster sind. Okay, jetzt ganz leicht, finde ich. Jo, soweit so gut. Das greift er bestimmt gleich an. Na komm schon. Warten ist langweilig. Ja, ich hätte mal was machen sollen. Oh Mann, das war ja wieder so unnötig. Ich schieb mal so ein bisschen. Er hat sogar ein bisschen was gebracht. Und wir geben ihm einen Headshot. Jetzt hat er weitere Arme ausgepackt. Jetzt hat er Tiere. Also er ist jetzt unbesiegbar so ungefähr. So unbesiegbar ist er jetzt zum Glück jetzt auch oder nicht, weil das sei ein bisschen unfair. Ich würde es gerne interessieren, also wir haben jetzt nicht so viele getroffen. Mich würde es gerne interessieren, wie viele Tode der braucht, beziehungsweise hier wegen Angreifen und so. Will das sich jetzt selbst machen oder was ist los? Das sieht so brutal aus. Ach, schon tot. Okay, tschüss. Und wir haben hier ein weiteres Mal in den Nase getreten. Ja, komm, verpiss dich. Du bist unnötig. Wir besiegen dich immer. Genauso wie Mario und Bowser. Genau dasselbe Prinzip. Aber wir sind ja nicht bei Mario, wir sind ja hier bei Sonic the Hedgehog Episode 2. Nee, Sonic the Hedgehog 4 Episode 2. Jetzt habe ich es richtig gesagt. So, da haben wir das erledigt. Boss Act. Sylvania Castle Zone ist jetzt spielbar. Du kannst nun Akt 1 bis 3 der White Park Zone und Oil Desert Zone spielen. Jo, das werden wir heute eh nicht machen, weil, wie gesagt, es ist nur ein letzter Test. Und so ein paar Level müsste glaube reichen. Ah ja genau, wie hier gesagt, hier, Episode Metal. Kauft dir Sonic 4 Episode 1, um Metal Sonics geheime Episode in Episode 2 freizuschalten. Sagt es Leute, ich hab's euch gesagt, deswegen kann ich es euch schon mal nicht zeigen. Ich glaube, weil ich bin auch so ein bisschen so YouTube unterwegs. Ich glaube, irgendein Let's Player hat, glaube ich, Episode 2 Let's Played und mit der Metal-Episode gemacht. Wenn ich es noch weiß, dann könnte ich euch den empfehlen. Ich werde es dann mal in die Videobeschreibung packen. Aber vielleicht wisst ihr es auch schon. Mal schauen. Ich werde es trotzdem vielleicht noch mal machen. Aber ihr kennt den Let's Player auf jeden Fall garantiert. Dann müsst ihr euch 90% bekannt vorkommen. Deswegen, ja, so gehe ich überhaupt noch mal drauf. Dumm oder so? Naja, jedenfalls, das soll es erstmal gewesen sein mit den Let's-Tests. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play oder Let's-Test wieder. Dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Ali Saphir 2301. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.